Hallo zusammen. Heute geht es um die Schutzausrüstung beim Motorradrennenfahren. Was ist vorgeschrieben und was kann man tun, um sich vor Verletzungen zu schützen? Diese Schutzausrüstung gehört nicht auf die Rennstrecke, sondern wohl eher an die Imbissbude. Die Vorschriften für Schutzkleidung ist in den technischen Bestimmungen der FIM oder des DMSB geregelt. Jede Motorsportart hat eigene bestimmte Regeln. Also, was ist nun Pflicht und was muss man tragen? Wichtiger Bestandteil der Schutzkleidung, wenn nicht sogar der wichtigste, ist der Schutzhelm. In der Starterlaubnis gibt es nur mit zertifizierten Integralhelmen keine Jethelme, die eine Prüfnummer, die ECE-Nummer auf dem Kinnriemen aufgenäht haben. Ein weiteres Merkmal sind die sogenannten Doppel-D-Ringverschlüsse. Motocross-Helmen muss man mit einer Schutzbrille fahren. Bei der neuesten Generation der Helme sind die Helme aerodynamischer geformt. Außerdem ist die Form der Helme, die Helmschale, schon optimiert für die Nutzung von sogenannten Neckbraces. Es gibt sogenannte Rettungssysteme. Nach einem Unfall können die Seitenpolster von den Helfern schneller entfernt werden und somit der Helm besser abgenommen werden. Natürlich kann man den Helm dadurch auch besser reinigen. Alle paar Jahre sollte man sich einen neuen Helm kaufen, aus Sicherheitsgründen. Nach einem schweren Sturz oder wenn der Helm mal runtergefallen sein sollte, sollte man dann sofort schon austauschen. Wichtig ist es auch, seine Augen zu schützen. Hier gibt es sehr viele verschiedene Sorten und Arten von Brillen. Es gibt normale Brillen in verschiedenen Größen, zum Beispiel für Brillenträger gibt es die sogenannten OTGs, Over the Glasses. Das sind größere Rahmen und eine Vertiefung im Rahmen, wo der Brillenbügel runtergeht. Es gibt klare Gläser. Es gibt Enduro-Gläser, doppelte Gläser also, die mit einer Belüftung versehen sind und somit weniger beschlagen. Beim Enduro-Fahren sehr von Vorteil. Es gibt sogenannte Flip-Offs, wo man Folien aufbringt, die man abreißen kann, um sich ein freies Sichtfeld zu verschaffen. Hier sind aber nur 5 bis 6 maximal Möglichkeiten. Noch besser ist bei dreckigem Wetter dann ein Roll-Off-System, in dem man hier zieht, rollt der Film sich auf, vorweg und man hat in diesem Bereich ein freies Sichtfeld. In jeder Motorradsportart gibt es eigene Bekleidungsvorschriften. Zum Beispiel darf man im Straßenrennsport nur einteilige Lederkombis fahren, die nicht beschädigt sein dürfen und die vorher an der Abnahme abgenommen werden. Beim Bahnsport darf man zweiteilige Lederkombis fahren oder Motorradschutzkleidung, die lederähnlich ist und mit einem Reißverschluss verbunden sein muss. Vielfach werden spezielle Rennanzüge aus dem Speedway, Sandbahn, Langbahn und Eisspeedway-Sport gefahren, die aus Kevlar gefertigt sind. Auch Motocross-Bekleidung mit darunterliegenden Protektoren, Hemd und Protektoren an Knie und Ellenbogen dürfen gefahren werden. Alle Protektoren sollten auch eine Prüfnummer haben. Knie- und Ellenbogenschützer und Schulterschützer können in der Kleidung integriert sein. Der Rückenschutz kann in der Kleidung integriert sein oder muss separat getragen werden. Auch spezielle Motorradlederstiefel sind Pflicht. Diese müssen aus Leder sein und mindestens 30 cm hoch sein. Handschuhe sind auch Pflicht und wichtig, einerseits um die Hände zu schützen und zweitens hat man mit ihnen auch einen besseren Halt am Griff. Für jede Motorsportart gibt es spezielle Handschuhe, ob jetzt Motocross, Supermoto oder Straßenrennen. Beim Motocross zum Beispiel gibt es leichte, dünne Handschuhe. Es gibt dann auch welche, die einen Knöchelschutz haben. In Richtung Straßensport gehen dann schon diese, die eine Carbon-Haube haben, Kappe, und wo die Finger separat geschützt und gelüftet sind.
Für die Straße gibt es das auch in etwas leichterer Ausführung mit einer Stulpe oder aus dem Rennsport mit Carbonbrücken, Carbonfinger, Knochen, Knöchelschutz und auch innen drin mit Schleifpads. Zum Beispiel so wie hier mit Eisennoppen. Falls in der Schutzausrüstung kein Innenfutter vorhanden ist, sollte man auf jeden Fall Funktionsunterwäsche tragen, die aber auch speziellen Normen entsprechen muss. Funktionsunterwäsche kann helfen, Scheuerstellen, zum Beispiel bei Knieorthesen, Knieschützern oder Ellbogenschützern, zu verhindern. Um seinen Schutz zu optimieren, sollte man anstatt Knieprotektoren lieber Knieorthesen tragen. Diese verhindern das Verdrehen des Knies. Und diese sind zwar etwas steifer und behindern einen beim Fahren ein wenig, aber der Schutz ist maßgebend. Nicht Pflicht, aber eine sinnvolle Erweiterung seiner Schutzkleidung sind sogenannte Neck Braces oder Halskrausen, die ein Überstrecken der Halswirbel verhindern und so vor schweren Verletzungen schützen. Sehr gut schützen sollen auch Airbag-Westen, die bei einem Sturz oder einem Aufprall in der Jacke oder der Schutzkleidung ein Luftpolster aufblasen. Nun habe ich euch einen Überblick verschafft, was getragen werden muss und was man zusätzlich für seine Sicherheit unternehmen kann. Dieser Beitrag erhebt aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Alles ist genau in den DMSB-Regeln beschrieben und kann dort dann zur Vollständigkeit nachgelesen werden oder beim Veranstalter nachgefragt werden.